Endlich ist es soweit. Nach Wochen der Vorbereitung sind Michi Wohlleben und seine Freunde unterwegs Richtung Jirishanca. Ein Berg, von dessen Besteigung sie schon lange geträumt haben. Er hat die Form einer wunderschönen Eispyramide, ist aber gefährlich und schwierig zu besteigen. In Gedanken sind sie bereits unzählige Male durch die Wand gestiegen. Wie werden wohl die Verhältnisse in der Wand und das Wetter sein? Die Spannung ist groß, auch die Neugierde und Ungewissheit, was die drei dort oben erwarten wird. Ich hoffe echt, ihr müsst da nur noch einmal hoch. Boah, vorhin, weil mein Schlafsack eben jetzt die ganze Zeit.